Wenn jemand durchgehend seinen Mix... Guck mal, Gott, habt ihr das gesehen? Er konnte ihn gar nicht sehen. Aber solange ich das Video... Oh mein Gott, Mate, du hast ihn doch gesehen. Ah, was ein Gras, danke. Hey, Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum neuen Overwatch-Video. Wir haben hier natürlich Instant, das sehe ich von hier, den krassesten Cheater. Oder auch nicht? Also, ich meine, natürlich hoffe ich, dass es kein Cheater ist, ganz klar. Oh. Oh, da war schon drauf. Okay, da oben steht jemand. Gut, gut, gut. Oben links ist auch jemand. Alles klar. Konnte er, hat er ihn schon gehört? Wurde der angezeigt von seinen Mates? Er jagt den hier gerade und... Okay, ich glaube, er ist da schon so ein bisschen drauf. Möglicherweise hat da jemand einen Walhack. Ja, er weiß, wo er steht. Guck mal, er wartet jetzt wirklich richtig darauf, dass er ihn... Oder auch nicht. Ich würde sagen, wir haben bereits jetzt... Den Wallhack detected. Der Röntgenblick sozusagen. Wenn er ihn jetzt echt durchs Holz holt, dann ist er wirklich... Oh, er hätte nicht springen sollen, weil jetzt hätte er ihn auch durchs Holz klatschen können. Man hätte sagen können, gut, vielleicht war Glack oder sowas, ne? Oh mein Gott, er geht dann auch so ran. Er hat jetzt so oder so den Vorteil, dass er ihn halt... Er hat in die Ecke gelegt, ach so. Guck mal, wie gechillt er. Wow, was war denn das? Was war denn das? Es fehlt einfach ein Stück vom Video und er ist tot. Also ganz klar, Wall... Wow. Ja, ich bin eben erst aufgestanden und die Haare sind irgendwie noch so, wie sie sind. YouTube macht wieder diese behinderten Upload-Probleme und kann es mir nicht leisten, dass das Video heute zu spät kommt, weil er später Livestream ist. Ab 19.30 Uhr. Und diese Probleme fangen oder fliegen die letzten paar Wochen bzw. Tage immer erst mittags an. Deswegen nehme ich jetzt schon heute Morgen was auf, was eigentlich überhaupt nicht meine Zeit ist, um es eben dann pünktlich und mit dem richtigen Upload online zu haben. So, pass auf, er kommt. Okay, ja, er kommt scheinbar doch nicht. Ja, Robin. Guck mal, wie er da... Da versucht jemand aber... Guck mal, wie er geprefired hat. Das war gerade eben ein lächerlicher Versuch, das zu verstecken. Wirklich ein lächerlicher Versuch. Voll in die Nüsse, wow. Ja, jetzt ist es halt gerade, keine Ahnung, so früh nicht mehr. Ich glaube, 8, 8:30. Oh Gott, fick die Wurst. Ich hoffe, ich krieg das noch gebacken. Ich bin zwar schon seit 6:30 wach, aber ich habe, ja, noch andere Dinge machen müssen. Aber solange ich das Video... Oh mein Gott, Mate, du hast ihn doch gesehen. Ah, oh, was ein Gras, danke. Ich nehme an, man kann den Wallhack auch einfach triggern, oder? Also, Trigger an, zack, du hast Wallhack. Drückst auf den Knopf, jetzt ist er wieder aus. Guck mal, er bleibt jetzt auch das zweite Mal mitten im Spiel stehen. Kurz, so 3-4 Sekunden, geht dann wieder weiter. Er bleibt schon wieder stehen, okay, es geht weiter. Wallhack ist schon echt irgendwie ein Drecksack-Cheat, weil es gar nicht so einfach ist, also nicht immer... so einfach ist, ihn zu erkennen. Ne? Weil man könnte ja immer sagen, Intuition, etwas gehört. Die Mates haben es vielleicht auf der Karte gesehen. Man kann ja nicht zurückspulen im Overwatch. Man muss das Overwatch beenden, also abbrechen und nochmal von vorne starten. Dann kann man den Moment wieder abpassen. Aber man kann nicht zurückspulen. Das heißt, du kannst dann nicht rückwirkend gucken, oh, haben die Mates hier vielleicht gesehen? Also es wird einem nicht leicht gemacht. Ich wurde schon oft gefragt, warum zumindest ich denke, dass man nicht zurückspulen kann. Ich habe mich etwas informiert und eben gelesen, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt, dass die Smokes dann nicht korrekt funktionieren würden, wenn man zurückspult. Das würde alles irgendwie durcheinander bringen. Aber es macht natürlich das Overwatch nicht leicht. Und ich finde, was wirklich... Er bleibt schon wieder stehen übrigens. Er bleibt echt oft stehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da jemand ständig reinkommt und ihn stört, aber... Man sucht natürlich auch dann, nach Erklärungen. Okay, gut, gut, gut. Das hätte jetzt sogar noch ein normaler Kill sein können. Auf jeden Fall macht man es den Overwatchern nicht leicht, vor allem. Und das ist wirklich eine der bescheuertsten Herangehensweisen an diese Overwatch-Geschichte, dass der Chat nicht sichtbar ist und der Voice-Chat nicht hörbar ist. Es ist so bescheuert, man kann wegen Voice-Chat-Abuse und Chat-Abuse und was weiß ich alles, Nötigung, kann man die Leute eben anklagen im Report. Aber es bringt dem Overwatcher nichts. Der könnte seine Mates jetzt gerade aufs Schlimmste beleidigen. Was auf jeden Fall wiederum in einem Bann resultieren würde. Aber wir können es nicht hören. Ganz am Anfang dachte ich, okay, das wird irgendwann gefixt, ne? Und ich bin ja jetzt nicht der erste Overwatcher überhaupt gewesen. Ich bin da ja später zugekommen. Und ich dachte mir, okay, gut, das, ja, da steht übrigens schon wieder rum. Und ich dachte mir, naja, die fügen das noch hinzu, sonst müsste man diese Voice-Chat-Abuse-Geschichte ja gar nicht, im Report-Menü drin haben. Aber es gibt's nicht. Oder zumindest weiß ich davon nichts. Ich habe mich dann natürlich damals im Vorfeld informiert und es gab dazu keine Informationen. Es hieß einfach, es geht nicht. Und das finde ich irgendwie total bescheuert, weil sehr viele kommen ungeschoren davon. Ich finde gerade dieses unsoziale Spielverhalten ist auf jeden Fall... Fuck, jetzt habe ich nicht hingeguckt. Genauso schlimm, wie wenn man wallhackt, so wie er jetzt im Moment. Er hat eben schon wieder auf die zwei Kerle da geaimt. Das ist eine wahre Pracht. Wenn jemand durchgehend seinen Mix... Guck mal, Gott, habt ihr das gesehen? Er konnte ihn gar nicht sehen. Ja, naja, Wallhack, sind wir uns ja eh schon einig, dass er ein Wallhack hat. Ich weiß, da haben wir schon oft drüber gesprochen. Oh, hat er sogar ein bisschen Aimer drin? Also, wie er gerade gezappelt hat. Naja, wir haben das schon oft angesprochen. Ich bin ja dafür bekannt für meine recht strikte Meinung bezüglich eben Chat
und Voice-Chat-Abuse. Ich finde, da müsste es extrem strikte Regeln geben. Also auch so ein Grief-Bun an sich, wenn man jetzt Team-Kills macht, also wirklich absichtlich Team-Kills macht, wobei natürlich da die Overwatcher halt ganz genau drauf gucken müssen, wo die Absicht da lag, ob das nur Spielerei war oder wie auch immer. Sowas sollte, so wie auch Voice-Chat und Chat-Abuse, zum Bann forever führen. Direkt, es darf keine Verwarnung geben oder du bist jetzt nur ein bisschen gebannt, dann darfst du wieder da sein. Es müsste sofort müsste man zerfickt werden. Und beim Voice-Chat spreche ich wirklich von, you fucking Noob. So jemand gehört direkt gebannt. Mach dann jetzt, er sieht ihn doch! Oder etwa nicht mehr. Das schädigt das Zusammenspielen. Alle regen sich immer über die Salty Community auf und wie kacke das ist und die ganzen... Und dann heißt es aber, ja gut, sowas muss man ja mal verkraften. Es geht hier nicht ums Verkraften. Es geht einfach darum, dass man das gar nicht tolerieren darf, so ein Verhalten. Weil das fördert und steigert sogar eben genau dieses Verhalten bei anderen. Ich führe jetzt keinen Feldzug gegen solche Leute, ne? Aber es sollte doch zumindest abhörbar sein. Als Overwatcher oder für die Overwatcher eben. Weil es ja anwählbar ist im Report-Menü. So. Monsieur, Vision Assist, kein Aim Assist, Other External Assist, nein. Bei Aim Assist bin ich mir wirklich nicht sicher, da waren 2 Kills dabei, die merkwürdig aussahen, der Rest war in Ordnung, beziehungsweise eben durch den Wallhack eben gut genutzt und dann gut erzielt, die Kills. Aber er wird so oder so forever gebannt. Und hier nochmal, um die ganze Chose abzurunden, ich finde, man sollte nie darauf hoffen müssen, ein gescheites Team zu bekommen in dem Matchmaking. Also, sprich, keine Abfucker, die über den Voice oder... Normal-Chat abfacken, die einfach bescheuert rumspielen, die ihre Mates anschließen oder sowas. Sowas passiert natürlich, klar, aber wenn das einfach härter bestraft werden würde, also dieser gesamte Grief-Bereich, dann gäbe es sowas nicht oft. Klar kann man sich andauernd neue Accounts kaufen, aber irgendwann hört auch jemand, aber irgendwann zieht der harteste Cheater daraus keine sexuelle Lust mehr, vor allem weil er ständig Geld reinpumpt, weil das kostet ja was, wenn man sich es immer neu kauft. Und bei den Griefern wird es genauso laufen. Es muss einfach ein bisschen härter durchgegriffen werden, dann hat man auch immer öfter einfach normale Teams, die sich an die Regeln halten und keine Abfucker sind. Wollen hat mir erzählt, er hat einfach das verschissenste Team der Welt gehabt. Einer hat andauernd rumgepöbelt, die ganze Zeit, wofür er eigentlich schon gebannt werden sollte. Und dann hat Wallin ihn gefragt, ob ihn das mal in der Vergangenheit weitergebracht hat, also sein Team zu beleidigen die ganze Zeit. Und immer dieses, wenn jemand gestorben ist. Und das hat diesen Kerl wohl so abgefuckt, dass er ihn angeschossen hat. Danach jede Runde immer runter auf ein paar HP und dann weggelaufen ist. Das ist natürlich ein ganz harter Fall, der wird sicherlich auch gebannt. Also wenn der nicht gebannt wird, dann weiß ich auch nicht, was los ist. Aber so jemand hat es sicherlich nicht zum allerersten Mal in seinem Leben gemacht, sondern... Die Hurensohnhaftigkeit ist schon in seinen Genen drin. Schon sein Vater war ein Hurensohn, versteht ihr? So ungefähr kann man das. Und der Opa auch. Das ist eine lange Tradition des Sexgeschäftes in diesen Familien. Manchmal auch die Väter selbst. Irgendwann passiert das erste Mal, klar. Aber ab dem Moment passiert es öfter. Deswegen sollte bereits das erste Mal das letzte sein. Denkt dran, heute Abend ist Livestream ab 19.30 Uhr. Kommen wir nun zum Live-Giveaway-Gewinner. Es ist Chino Saft. Melde dich ja einfach unter dem Video, du weißt ja, wie der Hase läuft. Das geht ja nur um die Aktivitätsgeschichte, du weißt Bescheid. In dem Kommentar schreiben wir dann weiter hin und her bezüglich Steam und so weiter und so fort. Und dann hau ich dir das Knife heraus. Meine Haare fallen mir ständig auf die Stirn. Es kitzelt so. Naja, Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann gleich im Livestream. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ich hab schon Silvercoin, hat sonst keiner auf der Welt, oder was?